kriegst du dann, wenn man das Gold ins Gebäude transportiert hat. Dafür kann man nicht mehr starten, wo man möchte. Das ist relativ, ne? Dafür gibt es eine schöne Geschichte. Sage ich jetzt einfach mal, ne? Die blockiert hier alles. Die haltet den Verkehr auf. Ja, war doch ganz einfach. So. Nur lauft weiter. Ihr haltet den Verkehr auf. Wo läufst du denn jetzt hin? Oh, ich geh jetzt los. Ich geh jetzt Gold holen. Und dann verpiss ich mich. Zernada, ihr Vollidioten. Ich hau mit dem ganzen Gold ab. Moment, wo war denn das Gold? Ach, da oben war die Schmelze. Ja, lauf ich dann auf. Ich weiß ja, weiß Bescheid, ne? Ich habe schließlich GPS oder S. Klingt wie eine Krankheit. Ich habe GPS und die lagern bei mir schon wirklich das Gold schon wieder ein. Und jetzt Gold in die Festung. Und jetzt besetzt sie bitte mal voll. Bitte. Ich will mit richtig viel angreifen, einfach überrollen. Ihn niedermetzeln. Ihn zerhackstückeln. Ihn langsam angeröstet braten. Die Haut von den Knochen ziehen. Seinen magischen, noch lebenden Gebeinen in einen Stuhl bauen. Warum bringe ich diese Anspielung auf Monkey Island immer wieder? Monkey Island 2. Ach, schön, komm schon. Da passt doch noch mehr Gold rein. Da passt doch mehr Gold rein, oder? Hat er nicht auch mehr Gold reingepasst? Oder war das erst im zweiten Teil? Könnte auch erst im zweiten Teil gewesen sein. Noch ein Leutnant. Halleluja! Meine Goldproduktion läuft auf Hochtouren. Wenn ich jetzt noch so ein paar Waffen hätte, ne, dann wäre das echt eine schöne Sache. Ich könnte sie aus Gold schmieden. Weil Gold ist ja auch so ein hartes Material, wisst ihr? Er hat hart gesagt. Also das sieht mir irgendwie unvollständig aus, ne? Was machst denn du? Ey, ich weiß, wo es lang geht. Da drüben. Nein, Moment. Ich hab's gleich. Verdammt. Alles unverändert ruhig. Der baut da seinen Bauernhof. Ernsthaft? Ist nicht so die ultimative Position, ne? Ich meine, ich finde das ja schon irgendwie so leicht bescheiden, aber das scheint den Bauern nicht zu jucken. Juckst die Sau. Nochmal! Oh, jetzt geht's los. Jetzt habe ich auf einmal Leutnant. Dann kann es ja nicht mehr lange dauern bis zum Hauptmann, ne? Zeit mal, wegen was zu verheizen. Wir könnten die Festung direkt stürmen. Nein, ich kann nur mit zwei angreifen. Warum kann ich nur mit zwei angreifen? Wollt ihr mich verarschen? Da sitzt der Festung voller Leute. Na gut, nicht ganz voll. Habe ich da schon Schmelzer? Schmelzen. Muss er eher. Ich glaube, ich weiß den Weg da mal ab und bauen wir da eine Direktverbindung. Ob das schon nah genug ist? Nein. Nein, das funktioniert so ja gar nicht. Ich will ja noch mal irgendwann so einen schönen Bug von dem Spiel zeigen. Kommt da, glaube ich, nur in der Amiga-Version vor, nicht in der PC-Version. Sehr amüsant. Sehr kontraproduktiv. Ich wusste doch, da passt noch mehr rein. Was, willst du jetzt auch noch da rein oder was? Oder bist du nur noch der, wo du... Nein, das ist der, wo so ein Pfeil rumläuft. Zwei Leutnants. Yeah, der Mann mit der Maske. Henry Maske. Hey, das ist doch mein Freund Jason. Was machst du denn hier, altes Haus? Na, jetzt hab ich schon gedacht, da ist ein Obergefreiter drin. Das ging ja mal gar nicht. Warum schickt er nicht die Leutnants raus? Ist doch eingestellt, oder? Ja. Synchronitätsfehler. Soll ich einen Aufnahmestopp machen? Besser, ich mache einen, wenn ich schon sicher, ne? Ja, sicher ist sicher nicht, dass es unsynchron wird, was ich zwar bisher nur ein einziges Mal mit Fraps hatte, in meinen ganzen 1300 noch was Videos, was ich dann oben habe, oder 1400, keine Ahnung. Aber man kann ja nie wissen. Vielleicht ist auch einfach nur die Festplatte voll.
Nein, da war noch ein Terabyte frei vor dem. Das geht noch. Ich brauche aber wirklich bald mal eine neue, noch eine, weil 3 Terabyte ist ein bisschen wenig. 2 Terabyte. Ah, schön, die Musik wird auch nie irgendwie nervtöten oder so. Sie ist immer schön. Ja, 2 Leutnants. Und der eine läuft immer noch da rum. Ich hab's gleich, Moment. Ich glaube, ich muss da lieber. Ja, das sieht gut aus. Nee, Moment, da oben. Ja, ja, genau, genau. Ja, nein, doch nicht. War nur ein Holzfäller. Sägewerk. Ach, was auch immer. Was ist das riesige Gebäude da, auf das ich zulauf? Moment. Ist es das? Nee, ich glaube, da oben nichts. Das ist Gold. Oh. Dieses verdammte Schloss, ich find's einfach nicht. Warum dieses riesige Gebäude rumgelaufen, find's immer noch nicht. Verdammt. So, Saft erstmal leer. Mach mit Bananensaft noch auf. Apropos Bananensaft. Ja. Da ist auch ein Leutnant drin. Ja. Das hat viel Schönes, muss ich sagen. 4 Leutnants? Warum sind da nur... Wirkt nur so, dass da so wenig drin sind. Dann würde ich sagen, wir greifen jetzt mit allem an, was wir haben. Jetzt hat er echte Probleme, glaube ich. Schauen wir doch einfach mal, was passiert. Da kommt noch ein Offizier angelaufen. Woher auch immer der kommt. Da oben kommt noch ein Leutnant. Da laufen wieder Leutnants raus. Feine Sache das, feine Sache das. Ach verdammt, daneben geschmissen. Schauen wir doch mal, was mein Leutnant so anrichten kann. In seiner, ich sag mal, Bergbaukolonie. Mann, Leutnant! Jetzt geht den Obergefreien! Och, ich glaub's einfach nicht! Ihr habt Gold! Ihr seid total überbefördert! Überbefördert, Gegen euch selbst ein Hauptmann noch nichts! Komm schon, töte ihn! Schneid ihn in Stücke! Brav! Was, durch dieses Gebäude des Feindes haben sie Land verloren? Okay, das sollte ich jetzt doch mal was unternehmen, vielleicht. Sicherheitshalber nicht, dass dann meine Kohleminen irgendwann abfackeln. Ich soll auch vielleicht mal ein Lagerhaus bauen. Was macht denn meine Soldaten? Ja, noch ein Offizier. Schau mal, was er dagegen anrichtet. Na, das... Müsste ich jetzt gewinnen? War das jetzt ein Schlag? Nein, verliere ich. Uch. Komm schon, mach ihn platt. Die verrücken sie in der Zwischenzeit auch. Schön. Komm schon, gewinn. Gewinn, bitte. Schlag ihn nochmal. Gewinn. Ja. Ja, geh rein. Fackel alles ab. Wart nicht. Wart gar nicht. Ja. Fein. Fein. Alles niederfackeln. Niederfackeln. Niederbrennen, meine ich. Abfackeln. So, wo habe ich zuerst gespeichert? Egal, ich speichere auf Ron. Der geheime Bruder von Ron. Was verliere ich denn an Gebiet, wenn ich das jetzt abreiß? Hä? Ich will's abreißen, Junge. Hallo? Mhm.
Oh nein, ich muss mich jetzt noch gegen den verteidigen. Na, ganz toll. Nein, hey. So kann ich das nicht abreißen. Ich will doch abreißen. Ob ich das schaffe? Ne, ich glaube, das lasse ich lieber. Da. Schickt mal raus hier, was ihr da habt. Ich habe nur noch Offiziere in meinem Schloss. Das ist scheiße. Vielleicht hätte ich erstmal warten sollen, bis die alle wieder im Schloss sind. Obwohl, nein, dann könnten sie ja rauflaufen. Ne? So können sie das nicht, glaube ich. Also könnten sie mich so angreifen. Natürlich zuerst der Offizier, ne? Die Leutnants stehen sie jetzt wegen Loch im Bauch. Wir können wegen unserem Bürstenschnitt, das ist doch super. Es hält alles lang und fit. Und tschüss. Ach ja. Feierlich. Wie Gold ist denn da schon drin? Haha, 8, 8. Nein, 8 mal 3 macht 24 Goldbahnen. Haha. Da ist ein Leutnant drin. Töte ihn. Töte ihn. Für Ruhm und Ehre. Rum und Ehre. Vor allem Rum. Hehe, das gibt viel Rum. Oh, da ist ja noch einer drin. Töte ihn, du bekommst noch mehr Rum. Ich bin mir nicht sicher. Und tschüss. Nein. Komm schon. Komm schon. Komm schon, ihr seid. Habe ich nur noch mehr losgeschickt? Nein, ich konnte nicht mehr losschicken. Töte ihn! Für ganz viel Rum! Und halb so viel Ehre! Ach komm, leck mich! Komm schon! Du, komm, nimm das Gebäude ein! Ich verheiz hier gerade 3 Leutnants schon! Und da sind nur 2 drin! Und ein Offizier habe ich auch noch verheizt, ja, der verliere ich wieder den Kampf! Und tschüss. Oh, leck mich! Toll, der nimmt es doch nie wieder ein. Komm. Mehr, ich brauche mehr. Los, schick mir alles. Was mache ich jetzt? Ah! Wir haben schon wieder so viele Felder. Das haben sie doch sonst nie gemacht. Ja, ich habe ja noch ein paar Soldaten da. Kommt jetzt auch bald alles hin. Wo läufst du denn hin? Ach, von ganz da hinten läufst du jetzt auf. Boah, du bist hardcore. Dun, 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 dun. Komm schon, ich muss erstmal den Boden hier wegen dezimieren. Das sitzt mir zu nahe. Oh ja, wollte ich. Jetzt muss ich doch mal was unternehmen. Das wird mir sonst unangenehm, damit ich meinen Bauern nicht störe. Der natürlich da unten auch was gebaut hat, warum nicht? Was machen sie doch sonst nie gemacht? Hab ich hier eine andere Version? Ist von den Siedlern mehrere Versionen? Ist das eine geheime Version? Wie sieht's denn langsam mal mit Gewinn? Hey, wie meine Leutnants fallen gegen Offiziere! Ich könnte kotzen, ne? Ja, so verfeuert man auch eine ganze Armee. Würdest du jetzt bitte mal irgendjemand gewinnen? Ich habe auch keine Soldaten mehr, die ich jetzt gerade rausschicken können. Ich glaub's ja wohl nicht. Wie viel habe ich da jetzt verloren? 6 Leutnants? Scheiße, jetzt reiße ich es ab. Ich hätte erst schauen müssen, wie weit ich. Ach, fick dich! So war das nicht geplant. Nein, jetzt kriege ich das Gebiet nie wieder. Scheiße! Wann habe ich das jetzt mal gesichert? Nein, ich brauche doch das Eisen. Ohne Eisen wird es doch nichts. Okay, jetzt muss ich doch mal laden, weil ohne Eisen kannst du das ja total vergessen. Ich sichere erstmal und schau mal, wo ich da. Wann habe ich das letzte Mal gespeichert? Nein, warum habe ich das jetzt abgerissen? Ohne vorher zu speichern. Warum ging es vorhin nicht? Ja, möchte ich gern.
Scheiße. Wo habe ich das letzte Mal gespeichert? War das auf, ich glaube, Ron war es, ne? Ohne Eisen kann ich das ja gleich vergessen, die Mission raus. Das war da noch. Okay, da muss ich dieses eine Mal lade ich wohl dann doch, weil nein. Ich werde garantiert jetzt nicht doch mal da irgendwie 2 Milliarden Hütten bauen, die dann entweder eh nichts bringen. Aber dafür brauche ich einen extra langen Weg wieder. So, so. Und dann muss ich mal meine Eisenproduktion ankurbeln, das geht so nicht weiter. Habt ihr das Gebäude schon gebaut? Ja, das ist schon im Bau, alles klar. Wieder ralala, wieder ralala. Moment. Gut, ich kann da nichts Großes bauen, sehr gut. Dann kann ich den Weg einfach nach da oben ziehen. Nee, das war jetzt so natürlich total beabsichtigt. Eins. Moment, ich habe 5 in meinem, in meiner Festung. In meiner Burg. So, also auf ein neues. Jetzt könnt ihr nochmal schauen, wie all meine Leutnants fallen. Und ich gehe nochmal aufs Klo, ey. Ich sollte wieder Saft trinken, glaube ich. Und es geht weiter. Spannend, ja. Habe ich schon verloren? Nein, noch nicht ganz, nein. Oh, bitte. Oh, leck mich. Komm, noch mehr. Schick alles raus, was wir da haben. Ich kann es mir erlauben. Kann ich jetzt noch einen rausschicken? Jawohl, schick raus. Ich habe das Gold. Ich krieg neue. Wie viel Gold ich habe, ne? Ich fange demnächst wirklich an, meine Straßen damit zu zementieren, ja, mit zementieren vor allem. Kannst du nicht auch eingreifen? Los! Angriff mit allem! Hm. Was habe ich überhaupt noch? Ach, ich habe noch genug. Ich habe auch ein Stück Schokolade geholt. Ach ja, richtig. Sehr wichtig. Mann! Na also! Da stirbt noch einer von meinen. Ja, sucht außerhalb meiner Grenze! Das macht er ja so gern. Kann ich das da hinten angreifen? Könnte ich. Da möchte ich ehrlich gesagt keinen Weg durchziehen. Wir bauen ihn ganz dezent darum. Und Gold. Habe ich ja noch nicht genug, ne? Nein! Noch mehr Gold! Ich will Häuser aus Gold bauen! Und Kohle. Leutnant. Und 2-mal Gold ist da drin. Ha, sehr schön. Ist da auch... Nein, da war kein Gold drin, ne? Nein. Da gibt's Kohle und Eisen und da habe ich Platz, um Eisenschmelzen und so Zeug Scheiß zu bauen. So, jetzt hast du kein Holzfäller mehr. Jetzt ist Schluss mit Holz, ne? Ist dir jetzt klar, ne?
Ich würde sagen, wenn es gerade so gut läuft. War doch gut, dass ich nochmal geladen habe. Was soll's? Ich habe ein Scheit Holz. Hua. Und ein Stück Schokolade. Die ich jetzt esse. Mhm. So. Los, weiter geht's. Apropos weiter geht's. Wie viele Offiziere habe ich noch so in meinem Schloss? 9, das passt noch. Beteiligung ist auf Minimum. Ausgezeichnet. Da unten tut sich gar nichts. Und. Moment, du läufst jetzt von da hüben nach da drüben. Nach da! Nicht dein Ernst jetzt, oder? Nee, ist mein Hugo. Toll, jetzt sind da wieder nur Obergefreite drin. Natürlich total toll, wenn der mich jetzt angreift, ne? Das wäre wirklich unbeschreiblich. Oh, ein Obergefreiter. Vielleicht kriege ich den ja platt.